Sir, bitte, Finger weg vom Glaskasten. Das gibt Flecken. Also, ich hab den Kasten nicht berührt. Ich schau mir nur den Ring an. Ich will ihn meiner Verlobten kaufen. Ah, oh, das ist ein 20.000 Dollar 2-Karat-Diamantring. Und? Und? Sie tragen eine 20-Dollar-Jacke. Verstanden? Oh, ja, ich verstehe. Und jetzt nochmal für die Kamera. Ach, hör auf. Sir, ich muss Sie bitten, Ihr Smartphone wegzutun. Das Fotografieren ist hier verboten. Oh, und Kunden bloßzustellen wegen Ihres Aussehens nicht, ich richtig? Ich sagte, packen Sie Ihr Smartphone weg und dann raus. Tausende Leute werden das hier sehen. Sagen Sie Tschüss. Okay, Zeit zu gehen. Hey, Entschuldigung, Sir. Ich bin Patrick, der Manager. Was ist los hier? Also, freue mich sehr, Patrick. Die Verkäuferin hier denkt, ich bin zu arm, um hier einzukaufen. Der Security Guard wird körperlich, obwohl ich nichts getan habe. Hier, sehen Sie selbst. Ihr Smartphone wegzutun. Das Fotografieren ist hier verboten. Oh, verstehe. Das ist inakzeptabel. Ich versichere Ihnen, er wird mit Sicherheit bestraft werden. So wie Sie, Miranda. Nun, was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir diesen Ring. Welchen? Den hier. Ich will ihn für meine Verlobte kaufen. Hm, ja. Schönes Stück. Mhm. Aber leider hat ihn heute schon jemand online gekauft. Aber ich habe was Spezielles im Lager. Das ist wirklich schade. Ich meine, ich wollte diesen Ring. Sehen Sie, der Ring, den ich für Sie habe, ist speziell. Okay. Sehen wir mal. Gerne. Mann, wie lange muss ich noch warten? Hat jemand die Polizei gerufen? Ja, das war ich. Dieser Mann war unhöflich zu meiner Verkäuferin und nun weigert er sich, den Laden zu verlassen. Ja, und er hat mich geschubst. Ist das wahr, Sir? Das ist lächerlich. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was passiert ist. Ich wollte diesen Ring sehen. Dann wurde sie, unhöflich, sagt, die führen keine Geschäfte mit Kunden in 20-Dollar-Jacken. Die hat übrigens 40 gekostet. Okay, okay. Was dann? Naja, hab's Handy rausgeholt, damit ich filmen kann. Und dann taucht dieser Typ auf, wollte mir mein Handy wegnehmen. Und wollte, dass ich gehe. Können Sie Ihre Aussage belegen, hä? Ich hab alles gefilmt. Hier, bitte. Eine Sekunde. Verdammt, wo ist es? Das ist er gewesen. Er hat mich reingelegt. Okay, okay. Sir, kommen Sie mit. Warten Sie, warten Sie. Dieser Mann hat alles gesehen. Er war die ganze Zeit hier. Okay. Entschuldigung, Sir. Haben Sie etwas gesehen? Ja, das habe ich. Ich habe diesen schwarzen Typ die arme Frau belästigen sehen. Er hat sie beleidigt und ist dann auf den Security Guard losgegangen. Was ist los mit euch allen, hä? Okay. Ist der Rassismus euch zu Kopf gestiegen? Hey, hey, kommen Sie. Auf geht's. Komm schon. Danke, Sir. Dafür bekommen Sie einen großzügigen Rabatt. Suchen Sie einfach aus, was immer Sie wollen, okay? Oh, sagen Sie, kann ich mir vielleicht alleine aussuchen, was ich will? Ja, natürlich. Ich lasse Sie mal allein. Hören Sie, ich habe wirklich nichts getan. Hören Sie, Sie haben noch keine Anzeige. Also finden Sie einen anderen Laden, okay? Ja, aber wie können Sie das einfach nicht verstehen? Die haben eine Grenze übertreten, das kann doch nicht sein. Junge, lass gut sein und fertig. Warten Sie, na klar. Der Shop hat Kameras. Wir gucken die Tapes und dann sehen Sie, wie der Security Guard mich geschubst hat. Okay, fahren wir. Ich bitte Sie. Wollen Sie, dass Leute Sie wegen Ihrer Kleidung verurteilen? Ich will Gerechtigkeit. Das ist alles.
Gerechtigkeit, hä? Lassen Sie mich nachdenken. Und wenn ich mich irre, lade ich Sie zu ein paar Donuts ein. Hey, Sie denken wirklich schnell an Stereotypen, oder? Ich will den mit Schokoglasur und Krispy Kreme, ja? Deal. Alles klar. Okay. Moment, Sir. Ich muss Sie bitten, leider noch ein paar Minuten zu bleiben, okay? Wieso? Ich muss gehen. Sir, bitte. Bitte bleiben Sie, bitte. Bitte. Wir werfen einen Blick auf die Kameras und danach lassen wir Sie alle gehen, okay? Außer irgendjemand lügt. Officers, ich würde gern dazu etwas sagen. Miranda würde gern sagen, dass das lächerlich ist. Richtig? Richtig. Sie glauben, wir lügen. Sie glauben, ein respektabler Mann lügt. Aber glauben dem schwarzen Clown mit Kapuze? Hey, immer langsam hier, okay? Bitte, zeigen Sie uns die Aufnahmen der Kamera. Dürfen Sie das denn? Gibt's was zu verbergen? Hm? Eigentlich nein. Sam, zeigen Sie ihnen bitte die Kameraaufnahmen. Los. Gut, Officers, folgen Sie mir. Jack, bleib bitte bei den Zeugen. Ich bin gleich zurück. Okay. Okay, da wären wir. Hoffentlich waren die Kameras an. Schauen Sie selbst, Herr Officer. Hier, das bin ich. Jetzt gleich. Ups. Verdammte Mistkerle. Sie sind wohl ganz schlau, hä? Wovon reden Sie da, Officer? Solche Kameras gehen manchmal aus. Kann passieren? Kann passieren. Kann ich diese Ohrringe sehen, Officer? Oder bin ich verhaftet? Ja, ja, los. Okay. Hey, schauen Sie mal! Der alte Mann! Jack, lass ihn nicht gehen! Hey, stopp! Hey, 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 stehen bleiben, stopp, kommen Sie! Ah, danke schön, Officer. Nicht mir sollten Sie danken. Ja, naja. Er konnte nicht selbst stehlen, also musste er jemanden anders reinziehen. Kumpel, wo liegt Ihr Problem, hä? Wissen Sie was? Ich hab genug. Ich habe mich wie eine Rassistin benommen und sie unfair behandelt. Ich habe sie schamlos belogen und mich wie eine Kriminelle verhalten. Ich war einfach eine schreckliche Person. Und sie haben uns gezeigt, was wir für Idioten sind. Officer, ich möchte gestehen, dass ich gelogen habe. Ja, das stimmt. Ich auch. Ich war es, der ihn geschubst hat. Und ich habe auch die Aufnahmen der Überwachungskameras gelöscht. Auf seine Anweisung. Alles klar. Was bilden Sie sich ein? Sie sind beide gefeuert, Sie Verräter. Mit Ihnen arbeite ich nicht. Sie werden mich noch anbetteln um Ihren Job. Aber das können Sie beide vergessen. Was zur Hölle? Lächeln Sie mal, Blödmann. Fälschung von Beweismitteln?
Falsche Beschuldigungen, Anstiftung zur Falschaussage. Sie wissen schon, dass das strafbar ist. Officer, ich denke, das Video genügt. Sobald ich das bei Facebook hochlade, ist es für ihn vorbei. Und niemand will mehr mit Ihnen arbeiten. Hören Sie, Sie können ihn anzeigen oder darauf verzichten. Ich denke, ich weiß was Besseres. Und das wäre? Wie wäre es jetzt mit ein paar Schokodonuts? Na dann los, auf geht's. Ich dachte, Sie wollten einen Ring für Ihre Freunde. Bei so einem Service kaufe ich den lieber online.